Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Chaos auf Deponia. Ich denke, wir steuern auf die Zielgerade zu. Wir haben lediglich eine Kerze dabei. Weiß ich nicht, kann ich die Gold geben? Gold muss nicht mehr wachsen. Hey Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ach ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja. Du bist voll klein. Okay, wir haben die Dichtmasse kaputt aufgefressen. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ach so, ich dachte, wir sollten die einschmelzen. Ich meine, einzuschmelzen. Okay, vielen Dank. Wofür brauchen wir das denn? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Okay. Wir haben auf jeden Fall das Wachs. Wir können nochmal... Was ist eigentlich... Der Klingelstreich hat doch bestimmt irgendwas auf sich, oder? Sie findet das ja immer lustig. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja Krawallgol da ein bisschen anders gepolt. Ist vielleicht möglicherweise genauso wie, Na, endlich! Wie mit du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Wie beim Wahrsager, dass man da halt mit Babygol rein muss, um dann mit Krawallgol was zu machen. Möglicherweise haben wir hier Ähnliches. Schauen wir mal. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Okay, mit ihr scheint es besser zu funktionieren. Was denn? Rufus, was tut das? Rufus! Boah, wer soll das schon sein? Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Das wird ja immer lustiger. Wahnsinn. Gleich nochmal. Was? Oh. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Oh. Aua. Wir haben ein schönes Gesicht jetzt hier drin. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Was bringt uns das denn? Wir haben ja nur noch den Topf mit Wachs. Können wir das vielleicht damit irgendwie verwenden? Das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Also der Abdruck ist ja wie gemalt. Kein Wunder bei dem dankbaren Motiv. Okay, also wir müssen wahrscheinlich wirklich hier was erledigen, weil mir fällt auch gerade auf, dass wir auch gar nicht weiterfahren können, solange Boso hier oben hockt. Können wir das damit verbinden? Ich weiß nicht warum, aber... Okay. Was soll denn das darstellen? Na was schon? Das ist mein Stunt-Double. Gestatten Ray Coulson. Stunt-Double? Du hast doch nicht etwa Angst vor Delfinen, oder? Ich und Angst? Da kann ich doch nur drüber lachen. Haha. Moment mal. Was für Delfine, Jen? Psst, Ray Coulson. So kann ich den Anzug auf jeden Fall nicht runterlassen. Er ist zu leicht. Ja, ich bin zu leicht. Daneben nicht. Ich mache meine Stunts eh lieber selbst. Kann ich denn irgendwas mit dem Schlauch machen? Ah. Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Ein Plan. Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ist das so? Das habe ich noch nicht so mitgekriegt. Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Perfekt. So, jetzt das Gesicht nochmal rein. Klappt jetzt vielleicht besser? Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Ja, mach mal. Hey, Boso. Hey, Rufus. Was liegt an? Die Luke ist... Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an, ich bin ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so.
Ich bin ein nutzloses Walrock. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Echt fies. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Aber die Delfine haben doch noch gar nichts gemacht. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Okay, ja, dafür haben wir unser Stunt-Double, nehme ich an. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Das ist ja nett. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Warum? Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oh Gott. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Und nun? Okay, kann ich jetzt einsteigen? Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Was ist das jetzt gebracht? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier eine Luke. Oh. Das ist ja ungünstig. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht der Chor. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Außer Wochenendarbeit. Super. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Tja, es... verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Kletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Hä? Okay, wir haben absolut gar nichts. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc.
Mir geht's so zu Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Oh. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Okay. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem... Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler. Bestenfalls werden... Okay. Also nichts, was ich nicht wieder rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Ich habe ein bisschen Angst. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay. Und? Seid ihr vorangekommen? Es würde schneller gehen, okay, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Okay, gut. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Dir auch viel Glück. Okay, versuchen wir einfach mal den ersten Transporter. Ich kann hier hochfliegen, oder? Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay, für mich sieht es jetzt aus, als ob dieser Transporter leer wäre. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch diesen rein. Ah ja, der Frosch ist jetzt da oben. Dann können wir nämlich wenigstens mal mit denen quatschen. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Alles klar. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ohne die Fürsorge... Okay. Gut, mit dem Frosch können wir reden. Frösche sind voll dämlich. Was ist, wenn wir den Transporter jetzt so wieder zurücknehmen? Ich weiß gar nicht, was ist denn unser Ziel? Ach, raus kommen wir hier jetzt nicht. Okay, so läuft es auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir da rüber müssen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück in den Transporter. Und schauen mal, inwieweit uns vielleicht das Schnabeltierchen uns helfen kann. Ich komm mal rein, ne? Oh nein, wie niedlich! Schnell wieder rückgängig machen. Okay. Wenn ich jetzt als Fliege wieder zurückgehe, kann ich nicht hier rüberfliegen auch? Ja. Und wird auf jeden Fall nicht abgeknallt. Okay. Wenn ich jetzt den Froschi mache,
Aber ich komme auch nicht raus, oder? Als Frosch. Ich fühle mich gerade nicht sehr viel schlauer. So, aber jetzt ist der da oben wieder frei. Ich würde sagen, wir verwenden den mal. Gucken, ob das was bringt. Ich mache jetzt gerade echt mal so ein bisschen auf gut Glück hauptsächlich. So, jetzt haben wir so, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Wenn ich jetzt wieder als Fliege da reingehe. Nee, jetzt komme ich da ja oben wieder als. Probieren wir jetzt nochmal das Schnabeltier. Wir müssen ja das Schnabeltier da irgendwie rauskriegen. So, jetzt sind die beiden da drin. Nee. Ich versuche es jetzt nochmal als Fliege, was dann passiert. So, raus da. Ja, ja. Warum hab ich... Geh rein. Kann ich hier jetzt reingehen? Ich glaube, er will nicht. Ja, alles klar, ich habe verstanden. So, jetzt ist das Schnabeltier da drin. Immer noch. Okay, der Frosch ist jetzt auch nicht mehr da. So, jetzt nochmal als Fliege. Die Fliege wieder drin. Eigentlich müsste er doch jetzt als Froschgemisch auch wieder rauskommen. Ja. Aber als Frosch kann der nichts machen, wie es scheint. Okay, versuchen wir es nochmal. So, raus da mit dir. Ja, sag das nicht immer. Ich drücke immer falsch scheinbar. Okay, als Fliege können wir ja hier rüber, sonst kommen wir gar nicht rüber. Das muss eigentlich richtig sein. Okay, das Einzige, was wir machen können, wir können jetzt nur hier rein. Okay, jetzt ist der Frosch da drin.
Das ist ja wieder knifflig, ey. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Machen wir doch nochmal den Frosch. Kommen wir nicht irgendwie an die Fliege? Tatsächlich. Oh Mann, wie traurig. Okay. Okay, jetzt müsste der Transporter ja frei sein. Wir gehen wieder runter. Okay, jetzt ist der mit dem Schnabeltier leer. Jetzt müsste er eigentlich wieder tauschen. Oder sind wir jetzt... Ja, es hat geklappt, voll gut. Ich dachte, wir wären jetzt wieder Schnabeltiermischung, aber gut. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Hm. Okay, wir haben eine Maus. Was können wir tun? Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, so sieht's aus. Argus will, okay. Ich habe nicht... Dann können wir hier nur dem Weg folgen. Klitus. Put. Klitus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bu, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bu, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Reiß dich zusammen. Okay, da oben ist die Tasche. Wir haben nichts dabei. Versuchen wir mal an das Täschle zu kommen. Ich weiß nicht, ob er uns nicht sieht. Ist ihm egal scheinbar. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss sie noch bei sich haben. Okay. Können wir die dann nicht direkt mal verwenden? Kein Bild, kein Ton.